Internet und Smartphones gehören für die jüngere Generation in Kathmandu zur Standardausrüstung. Das Interesse für die Welt außerhalb Nepals wird immer größer. Insbesondere für den westlichen Lifestyle. Kein Wunder, dass es mittlerweile auch in Kathmandu einen kleinen Funpark und einen Skateshop gibt. Hi, I am Uzzal Dangal. I'm bringing new lifestyle to Nepal. Seit über 5 Jahren engagiert sich Uzzal für die Skater. Dabei ist er nicht nur Trainer, sondern auch eine Art Streetworker. Ich war 14 und bin noch zur Schule gegangen, als ich einen Japaner in den Straßen von Kathmandu skaten gesehen habe. Seitdem stehe ich total auf Skateboarding. Es war gar nicht so einfach, ein vernünftiges Brett zu bekommen. Die gab es ja nur im Ausland. Hier gab es nur China-Boards, ohne Grip-Tape. Um meinen Skateshop zu eröffnen, habe ich angefangen, Bretter aus Bangkok zu importieren und habe dann diesen Laden aufgemacht. Und das mit großem Erfolg, denn hier gibt es alles, was das Skaterherz begehrt. Als Uzzal anfing, waren sie nur zu dritt. Heute ist die Community auf fast 800 Leute angewachsen. Alle, die hier vorbeikommen, sind begeistert und sagen, oh mein Gott, ein Skateshop in Kathmandu. 99% fragen mich, wo sie skaten können. Sie sagen, hey, ich habe ein Skateboard gekauft, jetzt will ich wissen, wo ich gut fahren kann. Und natürlich kennt Uzzal die passende Antwort. Hier in Kathmandu gibt es einen ganz besonderen Skater. Er ist körperlich behindert, aber lässt sich dadurch nicht unterkriegen und er wird immer besser. Ich trainiere ihn seit 3 Jahren. Immer wenn er Zeit hat, ist er im Skatepark. Mein Name ist Jitendra, ich mag Kickflip. Das Skaten gibt Jitendra eine Möglichkeit, positiv mit seiner Behinderung umzugehen. So oft er kann, trifft er sich mit seinen Freunden im Funpark. Sehr zum Leidwesen seines Vaters. Nachdem meine Mutter krank geworden ist, musste ich meiner Familie helfen. Ich habe angefangen zu betteln. Ungefähr 7 bis 10 Euro bekomme ich am Tag. Oft werde ich aber von der Polizei verjagt. Das Geld bekommt meine Mutter. Sie findet Skaten gut, aber mein Vater ist dagegen. Er versteht das nicht. Er will, dass ich im Rollstuhl betteln fahre. Jitendra ist einer der besten Skater Kathmandus. Und das trotz seiner Behinderung. Für ihn hat sich durch das Skaten fast alles geändert. Sein Selbstbewusstsein ist gestiegen. Und er hat eine Gruppe gefunden, die ihn so akzeptiert, wie er ist. Mein Vater will nicht, dass ich skate. Er hat Angst, dass die Leute reden. Ich hatte mal 6 Skateboards, 4 hat er verbrannt und 1 ist kaputt gegangen. Meine Mutter erlaubt mir ab und zu in den Skatepark zu fahren. Aber dafür muss Uzzal immer anrufen und sie für mich fragen. Für die Skater-Kids von Kathmandu ist Uzzal ein Held. Ein großer Bruder, der für sie da ist. Hier gibt es ein kleines Restaurant, wo ich für die Kids Essen bestelle. Die sind hungrig, wenn sie den ganzen Tag rumrollen. Also bestelle ich ab und zu was. Ich freue mich, wenn es ihnen gut geht und sie sich verbessern. Die Skater-Szene in Nepal wächst und wächst dank ihres charismatischen Mentors.